Mit einem Lachen im Herzen und im Mund geht das heute los. Malte und ich versuchen als Team. Alter, war leise. Wir versuchen als Team irgendwie gescheit eine Menge zu erspielen und das Ganze sehr belustigend für den Chat zu machen. Wie was bei uns beiden nur wird, das kann nichts werden, oder? Wir starten einfach mal die Folge. Wer wird Millionär? Let's go. Dann wollen wir doch mal. Wieso habe ich mich darauf eingelassen, mit dir ein Team zu bilden? Zwei Verrückte, die sowieso da oben hin alles probieren werden, um einen Gewinn zu holen. Ja. Und im Chat wurde gerade gefragt, warum nicht mit drei Switches wie eben. Because now we are going to play normal as a team and because the chat is today very well silent. So we don't play with the chat rules, we play with our normal rules today. And yeah, that's it. Und für alle, die es gerade hier bei YouTube sehen werden, das ist gerade live im samstäglichen Twitch-Stream gemacht. Also Malte ist gerade live dabei und ihr werdet ihn aber im Videoscreen hier eben sehen. Und das kann nicht gut gehen, das kann überhaupt nicht gut gehen. Zwei Bescheuerte auf einem Stuhl, da geht's sowieso nicht gut. Fangen wir mal an mit der Auswahlaufgabe für uns beide. Das kann auch genauso schlimm werden. Feiern Sie mit folgenden Prominenten die ihre diesjährigen Geburtstage vom 35. bis 65. Heidi Klum, Anne-Sophie Mutter, Heiner Lauterbach oder Oscar Lafontaine. Was fragst du mich denn das? BCDA? Oder was? ABCD. BCDA, ABCD, mal gucken, was da rauskommt. Es fängt an mit A, dann kommt B, dann kommt C, dann kommt D. Nein! Doch! Jetzt? Es kommt ABCD. Das fängt so gut an. Das ist ja. Also, ich kann mich mal anmelden fürs Klavier spielen. Oh mein Gott, geht erst ein bisschen los. So, weil normalerweise bei Chatrunden entscheiden, der Sieger entscheiden darf, welche Variante wir spielen. Da du gewonnen hast, darfst du entscheiden, machen wir Risiko oder normal? Ich hab nur die Hälfte verstanden. Normalerweise bei Chatrunden entscheidet der Chat immer, welche Variante wir spielen, der Gewinner in der Auswahlaufgabe. Da du es gewonnen hast, welche Variante machen wir zwei? Ja, vier. Na dann. Lange Rede, kurzer Sinn, let's go! Wer jemanden gezielt verleumdet, begeht Sprechdiebstahl, Rufmord, Kreischklau, Brüllraub. Ja, jemanden verleumden, würde ich sagen, könnte Rufmord sein, oder? Ja, eindeutig. Richtig! 100. Auf der Alm, da gibt's. Ja, genau hinhören. Weil du siehst ja vor, aber ich sehe es erst später. Ich könnte auch schon eine Übertragung anmachen. Auf der Alm, da gibt's Chor. Wind, Rind, Kind, Sünd. Was sind das für Antworten? Da gibt's Chor Sind. Könnte D sein, keine Ahnung. Ja. Ja. Jetzt habe ich sie erst hier. Warte, ich mach bei dir die Discord-Übertragung an, dann sieht man, wenn das bei dir klappt. Hier kriegst du einen Anruf, wups. Nehmen Sie an. So. Dann einmal hier, übertragen wir kurz Bildschirm 1. Oh Quatsch, mit einem Bildschirm 1 und kannst einmal natürlich übertragen, so, wups. So, du müsstest was sehen, oder? Jetzt sehe ich es, ja. Na dann, wunderbar. Wunderbar. Kurz noch hier Dings aufmachen, damit alle was sehen lesen kann, was alle geschrieben wird. So, weiter geht's. Ja, die sind. Ne? Da gibt's keine Sünd, würde ich auch sagen, aber keine Ahnung. Weil jawohl. Das passt nicht. Das ging gut.
Doch. Wer ist Küchenmeister, wenn es nur wenig zu essen gibt? Kurzfritz, Engotto, Schmalhans, Dünngustav. Ja, Schmalhans. Jupp. Aber so Schmalhans Küchentuch. Can get the fourth level by changing the threshold. Yeah, that's the version like we played in Germany. If you want the fourth lifeline, you have to play Risk, which means you get rid of the second threshold. Nächste Frage. Wie wird der 11. November im Kirchenjahr genannt? Campari, Ramazzotti, Cinzano, Martini. Matt? War das nicht Martini? Ja, glaube ich auch. Gegen St. Martin vielleicht? Ja. Das würde Sinn machen. Ja. Okay, warte mal kurz. Ich muss gerade im Hintergrund die Engine abschießen, weil gerade jetzt ruckelig. Und Curly Play ist auch wieder da. Curly. Er schon im Chat mit, hab schon gesagt, wir doch noch eine Chatrunde machen. Aber auch noch gleich. Wie heißt die Bibel der Volkslieder, Freunde? Maultrommel, Blockflöte, Mundorgel, Xylophon. Alter, was ist mit dem Ton los? Das kriselt so hart gerade. Wie ich? Nein, du nicht, aber das Spiel gerade. Ach so. Das ist gerade richtig eklig. Okay. Also ich hab den Ton ja nicht an hier im Dings. Kannst du trotzdem schon mal antworten gerade? Ich mach gerade mal abschießen und da. Ciao. So. Den Unity Editor kann weg. Wups. Ja. Also ich würde ja sagen Maulorgel. Kann ich mir auch gut vorstellen. Warte kurz, ich log's direkt ein. Gerade hier. Also ich sehe schon, heute ist wieder so ein Pannenstream wahrscheinlich. Wunderbar. Achso, ne, ist einfach nur wieder. Leckt nur gerade ein wenig. Okay. Ja, es ist ja gerade der Ton. Ich hab gerade gesehen, mein Windows Defender ist wieder Amok gelaufen gerade. So. Also du sagst Mundorgel auch, ne? Mhm. Mundorgel? Jawohl. Das ist schon echt hässlich gerade. Also irgendwie gefällt mir das gerade wieder überhaupt nicht. Leckt bei euch gerade das Bild oder nur die Audio? Warte mal, ich guck mal. Was kann ich gerade entscheiden? Beides. Extrem? Also bei mir beides. Extrem oder was? Das Bild extrem, Ton stockt ab und zu mal, aber das Bild, das ist also überhaupt nicht flüssig. Also bei mir zumindest. Dann Sekunde kurz, ich mach mal gerade folgendes, ich mach mal bei Discord die Übertragung gerade aus, vielleicht stört die CD allein schon so viel. So, nur mal bei Discord gerade rausgehen. So. Ansonsten, warte kurz. Nur das Bild? Was? Kamera leckt aber nicht. In OBS? Ne, Kamera leckt nicht. Geht's jetzt wieder bei euch? Geht's jetzt wieder? Wenn ich mir das Maus so bewege, ruckelt's immer noch oder ist bei euch wieder alles gut? Ton ist gut, Bild ist auch. Dann lag's allein an Discord wieder. Discord ist schuld. Dann musst du im Stream leider nicht mitgucken gerade. Okay. Ich glaube eher, langsam ist die Platte hier am Arsch, die alte. So, 1000. Kein Krisseln mehr, es ist Discord gewesen. Welcher Bundesminister hat seinen ersten Dienstsitz noch in Bonn? Finanzminister, Innenminister, Außenminister, Verteidigungsminister. Seinen ersten Dienstsitz noch in Bonn. Puh. Also die Frage ist einfach, von wann die Frage ist. Und die zweiten, ich habe keine Ahnung. Alles klar, sieht gut aus. Dann war es Discord gewesen. Also für dich schämlich, keine Bildschirmübertragung mehr. So. Bei mir ist jetzt die Frage komplett mit Antwortmöglichkeiten erst da. Du musst mal mit F5 die Seiten neu laden, bis sie mal streamen, pausieren und weitermachen, damit du wieder aufholen kannst.
Aber wenn es nämlich leckt, gibt es nämlich bei Twitch ein bisschen Verzögerung eingebaut. Achso. Ansonsten mal an alle F5 drücken, mal seit Leunaden. Das sind normalerweise nur so etwa 5 bis 7 Sekunden, die Verzögerung sind. So, zurück hierzu. Welcher Bundesminister hat seinen ersten Dienstsitz noch im Boden? Also, ich weiß es schon mal nicht. Vielleicht der Außenminister, aber bin mir nicht sicher. Ich glaube, in Bonn wurde doch damals. Wurde nicht damals alles in Bonn irgendwie so gegründet von der Geschichte her irgendwie? War da irgendwann in Bonn? Joker nehmen oder? Ja. Welchen nehmen wir? Ich habe keine Ahnung. Telefon könnte vielleicht was bringen, 50-50 weiß ich nicht. Na, eher nicht. Also alles außer 50-50 würde ich schon mal nehmen. Im Chat. So früh schon? Telefon? Da wäre ich dabei. Da denn? Dann sag du die Zahl. Ja, wie immer. 2. Ding! Im Chat wird geraten, ich glaube C. So, seinen ersten Dienst jetzt noch in Bonn hat wer von den vier? Der Finanzminister, der Innenminister, der Außenminister oder Verteidigungsminister? Die Antwort kann lediglich D sein, ich bin sehr sicher, 170%. Also 70% für D, das sieht gut aus. Jo. Dann sag mal, Alter, das könnte ein Stream laufen, oder? Mhm. Warte, bei mir ist die Uhr jetzt um. Ja, jetzt ist 20 Sekunden. Was? Alter! Ja. Alter! Ich hab den gelacht. 20 Sekunden, Alter! Ja! Das gibt's jetzt nicht! 10, 9, 8, 7. Also D, Verteidigungsminister. Jawohl. 20 Sekunden Verzögerung. Deine Reaktion auf 20 Sekunden war ja auch toll. Die sehe ich ja gerade jetzt. Aber 20 Sekunden ernsthaft? Ja, ja, ja. Erstmal einen Applaus reinschmeißen dafür. Also ich hab neu geladen. Nicht sehr gut, 2000. Was entdeckte der deutsche Chemiker Andreas Sigismund Markgraf 1747? Weiß ich nicht. Zucker in der Rübe, Pfeffer im Korn, Zimt in der Schnecke oder Salz in der Stange? Naja, Chemiker, ne? Pfeffer im Korn, das klingt schwachsinnig. Salz in der Stange. Also, es gibt im Prinzip, ist es zusammengetrennt. Es ist Zucker, Rübe, Pfeffer, Korn, Zimt, Schnecke oder Salz, Stange quasi. Auseinandergetrennt einfach nur mit ein paar Wörtern. Zucker in der Rübe wird bestimmt vorher gefunden worden sein. Pfeffer im Korn würde ich mal ausschließen, ebenfalls. Salz in der Stange kann ich vielleicht mir vorstellen, aber Zimt in der Schnecke, Ich hab irgendwie gar nichts im Kopf. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich könnte mir irgendwie, wie gesagt, Aaron Bennett vorstellen, mal Zucker in der Rübe, was soll denn das sein? Wo willst du da Zucker in der Rübe finden? Ich meine, klar, einer hat es mal entdeckt, wenn er Zuckerrüben entdeckt, aber... Wie gesagt, wenn du die Sachen zusammenschreibst, hast du Zuckerrüben, Pfefferkörner, Zimtschnecken und Salzstangen. Mhm. Zucker in der Rübe... Naja, wobei, Chemie, könnte Sinn machen, also A könnte auch Sinn machen. Pfeffer im Korn macht keinen Sinn, Zimt in der Schnecke macht auch keinen Sinn. Ja gut, dann ist es A oder D. Salze oder Zucker? Weil Zucker ist ja auch, ja, chemischer Bestandteil. Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette. Ja, ich hab keine Ahnung. Also ich sag A oder D. 50-50 und oder direkt Bericht absichern, weil du keine Ahnung hast. Ja, dann, wenn du dir so sicher bist, dann können wir auch 50-50 nehmen. Ich hab irgendwie das Gefühl D, aber gut. Guck mal nach. 50-50. Ja, A oder B. Ja, dann. Ich würde sagen A, Zucker in der Rübe. Dann stimme ich dir dazu. Auf meine Kappe, Scheiße. So, ist eingeloggt. Ja, und... Ja, das kann bei dir noch dauern, glaube ich, jetzt.
Jo. Und es ist richtig. Die 50 ja gerade erst gekommen. Das ist ganz schrecklich heute. 20 Sekunden Verzögerung, das ist ja heftig. Und jetzt ist eingeloggt. Ansonsten macht gleich mal Stream Neustart kurz, wenn die Option. Ich sag mal so, läuft es ja wenigstens flüssig jetzt draußen. Ja, also bei mir ja. Außer, dass ich halt sehr weit. Ja, da meine ich. Ich meine einfach nur das Bild gerade im Stream. Da meinst du, läuft ja, ne? Ja, wunderbar. Perfekt. Dann gucken wir weiter. Nächste Frage. Und welcher unbewohnte Archipel steht auf der UNESCO-Liste des Welterbes? Unbewohnte Archipel. McDonald-Inseln, Burger King-Inseln, Kentucky Fried-Inseln oder Wienerwald-Inseln? Ja. Ist alles sehr lecker. Ist alles sehr lecker. Flüssig, ja, aber die Delay ist halt heftig. Folgendes, nach der Frage hier mache ich mal kurz Dings, Stream Neustart. Im Chat wird gesagt A, also ich würde blind raten, weil Burger King Inseln klingt lustig wie falsch. Wienerwald würde ich auch. Burger King, Wienerwald Inseln. Ich kann mir das vorstellen, A oder C vielleicht, weil Burger King schließe ich aus und Wienerwald auch. Was würdest denn du sagen? Ich tendiere auch eher zu McDonald's. Sollen wir es riskieren? Wollen wir uns mal trauen? Schon gemacht. Achso. Wo du, das sehe ich ja noch nicht. Ja, du fragst, wollen wir uns trauen? Ich habe einfach nur düdüm, schon gemacht. So. Und, haben wir Glück oder nicht? Ja, haben wir. Sehr schön. So. Gut, dann haben wir jetzt 4000 geschafft mit zwei Jokern, die übrig sind. Wir machen nach der Runde am besten den Card, nach der Runde. Was? Ja, wie kann das denn sein, dass das so doch verzögert ist? Vielleicht wegen eben, nur wegen Discord vielleicht eben kurz, kann es sein. 8000. Welche europäische Königin hat zwei Schwiegertöchter namens Mary und Marie? Elisabeth die Zweite, Silvia, Margarete die Zweite oder Beatrix? Zwei Schwiegertöchter namens Mary und Marie. Was war C? Also wir haben Elisabeth die Zweite, Silvia, Margarete die Margaret die Zweite oder Beatrix. Achso. Okay. Also ich hab ehrlich gesagt null Ahnung. Ich würde da jedenfalls einen Joker ziehen. Ich habe Möglichkeiten auch da, jetzt sehe ich sie. Keine Ahnung. Auch nicht. Zusatz, Publikum? Publikum. Oh, zuerst raushauen, gute Wahl. 3%. Da hoffst du drauf. Welche europäische Königin hat zwei Schwiegertöchter namens Mary und Marie? Elisabeth die Zweite, Silvia, Margaret die Zweite oder Beatrix? Das ist mal eine gute Frage. Da hat schon mal einer A ist raus. Dann sehen wir mal gleich sehen, ob A wirklich raus ist. Ui, noch nicht ganz. Also 65% sind vorher für C, aber ein Fünftel ist für A. 9% sagen D, 6% sagen B. Also am höchsten liegt C. Aber unter 70%, ne? Da bin ich ja wieder kritisch. Du bist wie ein Filmkritiker, nur schlimmer. Was? Ja. Was sagt denn der Programmierer? Würde er darauf vertrauen? Also bei mir hat er immer recht, bei dir hat er immer falsch. Also würde ich jetzt sagen, nehmen wir noch einen Joker hinterher. Nein. Nein, das kannst du nicht. Nee. Wir können es nehmen, ich bin aber nicht schuld. Das Publikum ist schuld. So wie immer in deinen Runden. Ja, ich bin ja dabei und dann sind es nachher. Ist es Silvia B mit 6%. Mal gucken, was ist es denn? Mal den Sound lauschen. Richtig. Die Margaret die Zweite. Wunderbar, sagte ich. Eingeloggt.
Ja. 16.000. Wir kommen näher, wohin wir wollen. Ich muss mal genau hinhören, weil... Oh Gott, was ist das denn für eine Frage? Welchen Beruf übte der Dichter Gottfried Benn hauptberuflich aus? Was soll ich denn das wissen? Zimmermann. Was? Nein. Steht nicht da. Gynäkologe, Orthopäde, Zahnarzt oder Hautarzt? Zusatzjoker. Du? Gut, Zusatz. Du sagst die Zahl 1 bis 6? 3. Kriegst du? So, der Lukas steht auch. 47 Jahre ist er alt und er sagt 60% sicher, dass es Antwort D, Hautarzt sein kann. Ja. Einloggen. Sind denn alle Joker weg? Ja. Oh mein Gott. Wir sind echt, haben echt nachgelassen. Aber immerhin liegen wir richtig. Jetzt kommt. Jetzt kommt deine heiße Phase. Marvin hat das. Marvin hat geschrieben. Hört, hört. 32.000. Er ist in der Kneipe. Achso. Wobei verspeist man wörtlich genommen Deckel? Oh, die Frage hat dir drei Joker genommen, ich weiß es noch. Oder war von mir? Baguette, Tapas, Pizza, Gyros. B, Tapas. Weiter geht's. Aber bei der Frage war es miese. Ich wusste sie. Hab so ein Gefühl gehabt, war B. Ich nehme erst das verdammte Publikum. Sagt mir schon mal, ist es A oder D? Ich denke mir nur so, kann nicht sein. 50-50 hinterher. A und D fliegen beide raus. Ja, geil, danke. Ja. Telefondrucker. Ja, das kann nur B sein. Dann war das Drama perfekt. Drei Joker, eine Frage. 64.000. Wer löst in Der Feind im Schatten seinen allerletzten Fall? Wer löst in Der Feind im Schatten seinen allerletzten Fall? Guido Brunetti, Hercule Poirot, Kurt Wallander oder die drei Fragezeichen? Der Feind im Schatten könnte ein Titel für die drei Fragezeichen Buch sein. Der Feind im Schatten. Die drei Fragezeichen, Der Feind im Schatten. Klingt irgendwie klingt auf dem Platsch, klingt schon mal als Aussprache gut irgendwie, oder ist jetzt der ganze Rest? Keine Ahnung, wer die anderen Sachen sind. Ja. Guido Poinetti, sagt mir alles nichts. Hercule Poirot, auch nicht. Kurt Wallander, was weiß ich. Kurt Wallander sagt mir irgendwas, aber. Ist jetzt nicht. Was? Drei Fragezeichen, ja, natürlich, aber. Die anderen beiden irgendwie nicht. C oder D? Also ich vermute mal einfach, dass du sich irgendwie gut liest, einfach D, aber was würdest du eher sagen? Von beiden? Ich würde eher sagen Kurt. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, es ist blöd, ja. Wenn man sich nicht einer Meinung ist, dann ist es blöd. Ja. Normal hast du nach oben hin eigentlich schon am meisten recht. Ja. Und wenn gleich die drei Fragezeichen richtig sind, was ist dann? Dann wirst du von mir nach dem Stream verprügelt, was? Nein. Ja, ich komm dann zu dir. Erst einladen, dann verprügeln. Genau. Was tun wir? Könnt ihr auf deine Kappe gehen, dass ihr einfach jetzt C einloggen? Ja, ich würde kurz sagen, sag Bescheid, wenn du eingeloggt hast, weil ich sehe es ja nicht. Ich dachte, also, ich hier gleich den Mund fusselig rede und du sagst, ist doch schon längst eingeloggt. Okay, dann machen wir es auf deine Kappe hin einloggen. Oh Gott. Selbst schuld. C, wird eingeloggt. Die drei Fragen. Ich hätte gesagt D. Ja. Einfach weil das Buchtitel gut klingt. Wer von uns beiden hat recht? Oder hat keiner von uns beiden recht? Das kann natürlich möglich sein. Richtige Antwort ist... Kurt Wallander! Oh. 32.000, ne? 64. Achso, doch 64. Die andere habe ich eben weggerusht, die war easy. Ach ja, das war ja mit dem... Deckel. 125.000. Läuft gut. Nicht zu den Germanen zählen die... Tolteken, Longobarden, Ubier oder Batavia?
Batavia. Tolteken, Longobarden, Ubia, Batavia. Alles noch nie gehört. So. Keine Ahnung. Du? Vielleicht die U-Dingens der Ubia oder was war das? Ubia? Achso, jetzt steht's ja auch da. Es hätte geraten jetzt C oder D, aber sagt mir beides nichts. Ja, ich hätte eher C geraten. Ja, C ist auch mein erstes. Ja, aber es ist geraten. Ja, meins auch. Ohne geraten. Ja. Nochmal auf deine Kappe? Was sagt denn der Chat? Hat der Chat nicht eine Meinung vielleicht? Was sollen wir tun? Sollen wir es nehmen? Sollen wir es nicht nehmen? Achso, es dauert jetzt 20 Sekunden überhaupt, bis überhaupt jemand schreibt. Erstens das und zweitens sieht nicht so aus, als ob gerade damit geraten wird. Was 13, 13 out of the possible 15? Tolteken? No, it's not 250,000, it's 125,000. Nicht zu den Germanen zählen die. Also A klingt irgendwie ein bisschen. Naja, Tolteken könnte es auch sein. Aber ich bleib trotzdem bei geraten bei C. Aber. Da muss ich jetzt sagen, würde ich jetzt alleine spielen, ne? Würdest du aussteigen? Ich würde aussteigen, weil ich dermaßen unsicher bin, das habe ich ja sonst nicht bei 125.000, dass ich jetzt so sage, ich weiß, entweder man weiß es oder man hat so das Gefühl, es zu wissen, oder man weiß es gar nicht. Und diesmal ist es halt der Fall, man, ich weiß es gar nicht. Ich wüsste auch nicht. Aber ich meine, wir sind beide für C, das könnte ja was heißen, aber. Ja, bei dir ist es C allein und bei mir ist es C oder D quasi. Naja, C oder... Wenn ich mir jetzt was Zweites ausdenken würde, dann würde es A sein. Obwohl, D ist auch nett. Dann ist alles irgendwo nett. Was tun wir? Das ist die Frage aller Fragen. Nein, das ist die 125.000 Euro Frage, was? Also eben haben wir es auf meine Kappe genommen, ne? Könntest du nochmal machen? Denn war es richtig. Wollen wir... ja, toll. Mir ist es zu heiß. Dann mach mal dein Fenster auf. Wo ist die Seriosität dieser Show nur hingegangen? Gab es lang keine Millionenfrage mehr, ne? Ach nee, doch im Chat. Ja, zweimal letzte Woche. So viele Millionenfragen hast du noch nie in einer Season gehabt. Jo. Sollen wir 10 nehmen? Wenn du es verantworten kannst. Du hast vorgeschlagen. Ja. Ja, toll. Mich lächelt D noch irgendwie so an. Das ist das Lustige dabei. Ja, nicht A noch dazu. Aber C ist eher mehr. No guts, no glory, no risk, no fun. C? Ja, nimm das, aber... Ja oder nicht? Ja oder nicht? Wir können auch den nehmen. Wir können doch sein lassen. Ja, ja. Ja, ja. Ich wäre für aussteigen. Wenn du hast mehr Stimmrecht, weil du leitest ja den Stream hier. Kannst sagen, was wir machen. Ich habe so ein Gefühl, als ob eine von meinen beiden Antworten richtig ist. Und ich hab das Gefühl, wenn wir aussteigen, dass wenn ich C einlogge, C richtig ist. Das ist irgendwie meine Gefahr gerade. Ich logge jetzt noch ein, wenn du es einloggst. Dann log mal ein, C, letztes Wort. Oh Gott. Oh Gott. Und? Ich hab keine Ahnung. Weißt du, sensationell. Ich sehe nichts, aber ich höre. Mein Name ist Hase, ich sehe nix.
Wissen wir denn wenigstens was? Nicht zu den Germanen zählen die. Jetzt habe ich Angst. Oh Gott. Wehe, es sind die SSD. Wehe. Es wäre A gewesen. Oh. Ich hab doch gesagt, aussteigen. Ist doch egal, ist doch nur ein Spiel. Machen wir eben noch eine Runde, war doch geil. 500 250 Euro für die Länderzimmer. Darum erstmal einen trinken. So. Ja, gerne. Boah, das wär mal ein Drunken-Stream, ey. Weißt du, das Spiel einen halben Tag lang streamen und dann für jeden 500er einmal einen kurzen trinken. Jo. Das würde hageln. Für jede falsche Antwort. Kommt doch aufs selbe raus. Wobei, nee, es ist. Wenn du die klassische Variante spielst, fällt es ja nicht auf 500. Naja, doch, aber. Ja, hm. War ein netter erster Versuch, aber dennoch. Mit dem wir diesen ersten Part beenden, würde ich mal sagen. Das war schon mal ganz geil. Wir machen es gleich nochmal. Das ist doch furchtbar, ey. Wir machen es gleich in der nächsten Session nochmal. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Startest du die Dings neu? Ja, dann mach ich kurz Folgenende und dann mach ich kurz Stream neu starten und dann geht's sofort weiter hier mit dem Programm. Bis gleich. Wunderbar.